didn't even get to run. Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Test und zwar sind diesmal sehr viele Rölis dran, wie ihr sehen könnt. Ich stelle sie euch gleich alle vor, ganz kurz. Wir machen mal einen Test und zwar, was sind momentan die besten Rölis auf dem Markt? Wir haben besondere Rölis dabei, zum Beispiel die Schein, als auch normale Rölis und bunte Rölis. Ja. Ich fange mal an mit dem günstigsten. Die günstigen Varianten sind natürlich die zweifach hier jetzt von Leslie. Hier sind 8 Schuss drin, ist ein größeres Kaliber, das werden wir auch dann draußen sehen. Preislich, ich weiß jetzt gar nicht, 1,50 oder 1,29, bin mir da gerade nicht sicher. Das gleiche gilt für diese Crackling Pipes. Sind auch von Leslie, römisches Licht, 15 Schuss, da kommen halt Crackling Murmeln raus, sehr interessant natürlich. Ist eine Neuheit von 2020. Dann haben wir wieder ganz normale römische Lichter von Leslie. Hier haben wir jetzt die Variante römisches Licht XL 12 Schuss. Hier sind 10 Stück drin. Kosten glaube ich 2,50 €. In dem Preissegment liegen auch die römischen Lichter von Xplode. Hier sind 20 Schuss drin. Bestellt bei Pyroland. Dann machen wir weiter. Hier sind auch nochmal römische Lichter von Nico. Rot-Grün. Kosten auch so um die 3 €, also ganz normale Rot-Grün-Rölis. Dann geht es weiter mit die Schein. Die Schein von Xplode kosten 4,50 € ungefähr. Hier sind 4 Rölis drin mit 2 verschiedenen Effekten. Es sind immer Doppelsterne und also sie haben schöne Effekte, deswegen zeige ich es euch mal. Ist eine Top-Neuheit 2020, deswegen. Die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und dann machen wir weiter mit den normalen kellerrömischen Lichtern. Die kennt, denke ich mal, schon jeder von euch. Die sind zum Beispiel von letztes Jahr. Deswegen sieht das Paket noch so, schon so dreckig aus. Kosten 5 €. Und dieses Jahr von Vulcan 30 Schuss Rölis. Ich denke mal in bunt, weil hier schöne bunte Murmeln drauf sind. Und das Set kostet 5,10 €. Auch bestellt bei Pyroland. Und da würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden von jedes Röli mal so 1-2 Stück weg und schauen uns mal an, welches hier unser Favorit ist. Also mein Favorit ist auf jeden Fall das Scheinröli von Xplode. Aber schaut es euch selbst an. Bis gleich draußen. So Freunde, wir fangen jetzt an mit dem großen Röli-Test. Wir fangen erstmal an mit den Kleinkalibrien. Ich würde mal sagen, wir fangen dann zuerst an mit die Leslie, die Lilanen. Das waren die römisches Licht XL in 12 Schuss. Mache ich gleich 2 Stück für euch. So. Also normal nicht eine Hand halten, aber das ist jetzt für uns einfacher. Also rote und grüne bloß. Ja, rote und grüne Murmeln, also nichts Besonderes. Dann machen wir mal weiter mit den 20 Schuss Nico, sind auch rot-grün, also haben wir einen perfekten Vergleich. Die Murmeln, also manche Murmeln gehen gar nicht an. Und ich fand die von Leslie haben auch länger gehalten, also von der Leuchtfarbe. Ja, 20 Schuss. Das waren die. Dann werden wir weiter auch rot-grün theoretisch von Xplode. Die alten, die schon fast jeder kennt.
Oh, hat geknallt. Ah. Die Hütte mal kaum noch an, ja, manchmal. Oh, die von Explosion sind bisschen nicht so nice. Ja. Denn nach oben filmt die Kamera nicht. Ja. Ich muss sagen, bis jetzt die schlechtesten. Ja. Also von den normalen Rot-Grün, da waren jetzt die Leslie besser, die 12 Schuss. So, Kleinkaliber haben wir denn noch die Vulcan, die waren ja neu, die haben schöne bunte Murmeln drauf. Ich bin gespannt, ob sie bunt sind oder nur Rot-Grün. 30 Schuss. Auch wieder kleines Kaliber, 2 Stück. Rot, rot, rot. Okay. Da kommen ja nur rote raus. Also bei mir kommt die überhaupt nicht richtig raus. Was ist denn das? Ja, also die sind ja fast noch schlechter. Die sind noch schlechter. Die sind noch schlechter, ja. Ich pass. Ich kann mal was umschießen. So, ja, gucken wir mal zu fliegen. Oh, da ist schon wieder nichts raus. Ja, da kommt oft nichts raus. Also die will ich mir nicht holen. Aber ein schönes Design haben wir. Ja, Design ist schön, das habe ich ja auch schon gesagt. Aber ich dachte halt, diesen Bund durch das Design, das war es bei mir jetzt alle. Das brennt ja immer noch. So, also wir machen danach weiter mit den Römisches Licht XL 15 Schuss. Das müssten die mit Crackling sein. Auch wieder 2 Stück. So. Ah, die haben eine Crackling-Spitze vorne. Die finde ich eigentlich auch nicht mal so schlecht. So, das war's. Also als ob da so ein kleiner Meteorit rausgeschossen kommt, also finde sie nicht schlecht. Also kann man mal. So, in der gleichen Größe haben wir jetzt die normalen Keller. 20 Schuss in bunt, die sind wenigstens mal bunt. So, auch wieder 2 Stück. Ja. Also himmelweiter Unterschied, die sind so hell. Die schießen noch viel weiter. Also. Boah, zum Abschluss gab es 3 von mir. Also die Keller-Rüllis, obwohl es heißt, das Keller-Komet ist immer noch die besten. Also sehr schön. So. Aber. Wir haben jetzt noch eine Nummer größer. Das sind die Römischen Lichter XL in 8 Schuss. Die sind auch wieder von Lassie. Das war das Zweierpaket. Da können wir dann auch mal alle beiden wegklinken. Es steht da noch ein Transporter. Los. So. Mal spannend. 8 Schuss. Ui. Schön hell. Wo ist der Komet? Alter, die sind schön. Richtig schön. Das ist jetzt der Keller. Also sind sehr, sehr schön.
könnten einen Hauch schneller schießen. Ja, und vielleicht ein paar mehr Schuss. So, und die letzten, meine absoluten Favoriten, eine Neuheit von diesem Jahr, die Exploit Shine. Wir haben hier die zwei verschiedenen Varianten. Erkennt man, hier oben ist lila, hier ist grün. Und dann würde ich mal sagen, ja, dann machen wir erstmal die Shine, machen wir erstmal die Shine. Auf der Seite ist lila, auf meiner Seite ist grün. Also ich bin hier drüben. So, auf geht's. Bisschen lassen festhalten, denke ich. Ich finde die Teile geil. So. Das ist ein richtiger Feuertopf. So, das war's. Also, und David hat jetzt noch welche andere mitgebracht. Das sind die was? Von Pyroart. Von Pyroart, was es nicht mehr gibt. Die Star Runner von Pyroart. Blau und Crackling. So, auch wieder zwei Stück. Ist auch wieder ein dickes Rohr. 15 Schuss. Schon. Blau. Die blauen Sterne sind ganz schön. Das Rohr. Oh, was? Ja, also ich muss sagen, die Star Runner waren jetzt ganz gut. Meine Favoriten sind immer noch die Shine von Exploit und da würde ich mal sagen, ja, Freunde, habt ihr sie auch mal gesehen? Großer Vergleich und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!